Soldaten, wir stehen hier als Brüder in einer Welt von Feinden und müssen zusehen, wie deutsche Sozialdemokraten unser geliebtes Volk wehrlos machen durch die Annahme eines perfiden Waffenstillstands. Kameraden, für Sie geht es bald heim zu Eltern, Frau und Kindern. Der Krieg ist aus. Nach Jahren der Opfer und Leiden sehen Sie nun Ihrem Lohn entgegen. Dem Lohn der Bewunderung für alles, was Sie hier geleistet haben. Aber, Kameraden, wollt ihr als Soldaten und Helden empfangen werden? Oder als Feiglinge, die den Schwanz einzogen, als es wirklich drauf ankam? Soldaten, wir werden jetzt zuschlagen mit all unserer Härte und Gewalt. Latier gehört in deutsche Hand. Wir erobern die Ebene noch vor 11 Uhr und beenden diesen Krieg mit einem Sieg. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er es schon mit unseren Vätern war. Ich gehe nicht mehr in die Schlacht. Ich nicht.